Das hat er wirklich sehr schön gesagt, unser Bürgermeister. Manchmal kann er sowas ja, ne? Und jetzt ist es auch schon spät, jetzt kann ich wieder schlafen gehen. Gehen, schnarch, schlaf, rein ins Bett. Ich will die Materialien gerade noch nicht für einen neuen Sprinkler ausgeben. Da bin ich gerade ein bisschen stur. Jetzt kann ich mittlerweile auch besser reden. Ich habe meine Stimme geölt. Ich bin sehr beruhigt. Ich muss heute noch alles aufnehmen. Ich habe jetzt den ganzen Sonntag Zeit, um wirklich noch alles an Aufnahmen für die Woche zu machen. Es ist ein bisschen hektisch, aber naja, habe ich mir ja selber so ausgesucht, ne? Ich trottel. Ja, das war ein bisschen trottelig von mir. Das muss ich leider zugeben, aber Dinge passieren, ne? Ich habe Hunger. Ich habe noch nichts gegessen. Eine Knute im Magen. Nein, das hat jetzt keiner gehört, aber ich habe echt Hunger. Kann ich nicht... Aber irgendwie, ich kann auch nicht mehr, ne? Das ärgert mich auch so ein bisschen, so. Plöng. Hallo Huhn. Irgendwie hätte ich gern noch einen Huhn. Ich mag es auch, Kühe zu streicheln. Schaut euch das Feld an, es wächst langsam. Da war noch ein Möppel. Da ist noch was rausgeploppt. Ich liebe das hier, ne? So. Zwei Garn, einmal Milch. Ich hätte gerne eigentlich auch noch eine Kuh, ne? Aber eigentlich habe ich auch das Geld dazu nicht. Ich will mir jetzt die größere Tasche kaufen. Und ich will definitiv erst noch nach dem besseren Hammer und der besseren Axt gucken. Deswegen muss ich gleich mal gucken, wie viel Eisen ich mit habe. Und hoffen, dass Clemens aufhört heute. Immer wenn ich das machen will, erwische ich hundertprozentig die Tage, wo die nicht da sind. Manchmal ist es echt ein bisschen doof, immer. So, dann muss ich auch noch rausfinden, was in meiner komischen Tasche ist. Ich brauche definitiv die bessere Axt. Diese Bäume kriege ich normalerweise schon mit zwei Schlägen jetzt mittlerweile weg. Unter normalen Umständen. Und ich rede jetzt gerade so laut, damit ich meinen Magenknochen übertönen kann. Ich glaube, das hilft nicht. Ich hasse meinen Magen manchmal. Nein. Du gehst sofort wieder zurück, danke. Ich muss doch erst noch gucken, was in dir drin ist. Das machen wir jetzt auch. Er lädt, glaube ich, wieder, weil ich ja was abgegeben habe. Oh, schaut mal, unser... Sieht aber hübsch aus. Savannah, du kommst genau zur rechten Zeit. Der Ausbau des Rathauses ist jetzt fertig. Was hältst du davon? Ich will mich ja nicht selbst beweihräuchern, aber das macht schon was her. Das ist schon hübsch. Wer weiß, ob so ein kleines Dorf wirklich ein eigenes Rathaus braucht. Aber jemand muss Verantwortung tragen und das mache ich gern. Das Solinger Rathaus ist unser Wahrzeichen. Ich habe schon so lange von so einer Aktion geträumt. Warte mal, Viktor. Du hörst dich an, als hätten wir alle das Rathaus, ausbauen wollen, weil es dein Traum war. Ach, entschuldige, Simon. So sollte es sich nicht anhören. In einem Dorf müssen alle am selben Strang ziehen. Aber hallo, in solchen Zeiten würde ein richtiger Bürgermeister sich vor allem um seine Bürger kümmern. Ja, da hast du völlig recht. Dieses Rathaus wird unsere Bürger unterstützen und ihnen etwas bieten. Da ist wohl jemand nicht so begeistert. Das Solinger Rathaus verkörpert unser Leben hier sowie die Leistung jedes einzelnen Bewohners. Quasi ein Palast für die Bürger. Wir kriegen einen Palast
Wow, Olivia ist echt mehr. Ja, das Rathaus gehört allen. Ihr könnt es alle jederzeit nutzen. Tolle Sache, unser Bürgermeister ist echt super. Übrigens gehört das Rathaus zwar uns allen, aber Bürgermeister Viktor wird es sauber halten, also nur zu. Wäre es nicht effizienter, wenn sich alle beteiligen würden? Das ist mal ein engagierter Bürgermeister. Er ist wirklich der Beste. Er putzt alles für uns? Das ist wirklich Engagement. Ja, natürlich mache ich das für meine geschätzten Bürger, putze ich auch. Für euch tue ich alles. Ach, und bevor ich es vergesse, wir haben auch einen Stand am Freien eröffnet. Das wird Besuchern sicher gut gefallen. Der macht sich super. Da werden schon bald jede Menge Touristen kommen. Los, Leute, eine Runde Applaus für den Bürgermeister. Danke, danke. Eure Unterstützung ist mir wirklich viel wert. Wo du schon dabei bist, könntest du vielleicht auch meine Wohnung putzen? Moment, wer war das? Na los, derjenige soll die Hand heben. Ich werde nicht wütend sein, versprochen. Okay, wir haben ein neues hübsches Rathaus, das wirklich eigentlich ganz hübsch aussieht. Hallo? Ja, jetzt kann wieder Ruhe einkehren. Das finde ich auch. Clemens, bist du da? Ich weiß nicht, ob der so früh schon da ist. Oh doch, er ist schon da. Ich habe mich mit jedem Ei irgendwie besser gefühlt. Viktor hatte wohl recht. Also, ich möchte erstmal nach den Werkzeugen gucken. Was bräuchte er für Holz? Bräuchte er hartes Holz? Ich brauche hartes Bauholz, okay. Das kriegen wir aber hin. Wie viel will er da haben? 3000. Okay, erstmal will ich jetzt eine Eisenaxt. Ich brauche ja noch eine Eisengießkanne, ne? Aber nee, komm, lassen wir das mal. Okay, wir brauchen das Holz. Warte, was ich aber noch mal eben machen kann. Nee, scheiße, das kann ich mir da nicht mehr leisten. Ah, Kacke. Hier ist mit der Tasche, müssen wir noch einmal einen Tag verschieben. Was passiert jetzt? Na, das ist ja ganz toll. Oh, bist du als Kundin hier? Tut mir leid, aber ich kann gerade keine Aufträge annehmen. Ich habe mit Feuer hantiert und mich dabei verbrannt. Ich wollte mich heute bei der Arbeit einfach durchkämpfen, aber alle Aufgaben, die Genauigkeit erfordern, schaffe ich so nicht. Vielleicht muss ich die Arbeit komplett sein lassen, bis alles verheilt ist. Außer, du kennst zufällig jemanden, der Verbrennungen behandeln kann. Nguyen. Er kennt sich wirklich gut mit Pflanzen aus. Vielleicht hilft dir eine bei Verbrennungen. Eben, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Eine Verbrennung, hm? Warte einen Moment, ich habe genau das Richtige dafür. Hier, nimm ein bisschen Aloe. Reib die Verbrennung mit dem inneren Gewebe der Pflanze ein. Mit dem inneren Gewebe? Genau, schau mal, du ziehst diesen Teil hier ab und... Hier bitte. Oh, das fühlt sich schon besser an. Danke, Nguyen, du hast mir den Hintern gerettet. Ach was, du musst dich nicht bedanken. Komm lieber bald wieder vorbei, ja? Habe ich wohl wieder ein Herzchen zusammenbekommen. Ich schulde dir was, Savannah. Ich bin froh, dass ich deinem Rat gefolgt bin. Also dann, ich muss zurück an die Arbeit. Ich muss einiges an Zeit aufholen. Ja, musst du. Du musst mir meinen Silber... Ich muss das Holz machen, das tut mir so leid. Ich muss jetzt erstmal nach dem Holz gucken. 3 Stück waren das, ne? Was? Wer hat denn da die schicken... Stiefel von Rena fotografiert, sag mal. Ist ja wohl ein freches Foto, ne? Sowas macht man aber nicht. Sieht ja fast so ein bisschen aus, als hätte man versucht, die unter den Rock zu fotografieren. So. Davon brauche ich 3 Stück, ne? Ja, das schaffe ich heute noch. Ich würde auch gerade sagen, oh, das schaffe ich heute gar nicht mehr, aber doch, das schaffe ich. Okay, dann bringen wir... Hund! Ich habe so fette Hundenase im Gesicht. Dann rede ich erstmal mit dir. Hallo. Hat dir die Eierjagd Spaß gemacht? Ja, voll. Ist Iori wieder am Angeln? Wollen wir mal gucken gehen. Ja, hallo Iori. Ich habe die Eierjagd in vollen Zügen genossen. Hat sie dir auch Freude bereitet? Ja. Er ist übrigens ein Prinz. Das wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Wir haben hier ein kleines Prinzchen rumlaufen. Laura!
Ohne Jens ist auch am Angeln. Laura. Die Eierjagd ist nicht schlecht, oder? Nö, überhaupt nicht. Ich quatsch wirklich hier jeden an. Es ist leider so ein... Oh. Nur hereinspaziert. Setz dich hin, wo du magst. Was darf es denn sein? Ein Kaffee. Ah, grüß dich, Damon. Kaffee für dich wie immer? Ja, schwarz. Gerne, mein Lieber. Kommt gleich. Hey, Sally, hast du was dagegen, wenn ich den Radiosender ändere? Gar nicht. Such uns nur was Schönes aus. Sally, wie wär's hiermit? Hm. Und du, was denkst du? Der ist doch nicht schlecht, oder? Der ist großartig. Mag die Musik wirklich. Hat Sally deine Bestellung noch nicht aufgenommen? Doch, sie ist gerade unterwegs. Ach, hat sie. Gut. Tut mir leid, dass es einen Moment gedauert hat. Ach, das ist mal ein schönes, fröhliches Lied. Hier ist dein Kaffee, meine besondere Mischung. Und hier ist deine Tasse, Damon. Für dich habe ich heute eine besondere Mischung. Für mich schmecken die eh alle gleich. Dann musst du deinen Geschmacksnerven eben etwas raffinieren. Ich verwende jeden Tag andere Bohnen. Dann liegt es wohl an deinen Kaffeekochkünsten. Natürlich, sowieso. Nächstes Mal versuche ich deinen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Der ist aber gemein zu ihr. Jetzt ist er komischerweise gar nicht mehr da. Erst mit der Eierjagd kann man das Frühlingswetter so richtig genießen. Hallo, du kleine Nervensäge. Nein, wir machen... Mickey, geh mir aus dem Weg. Das war's mit der Eierjagd. Na, zum Glück. Es war irgendwann tatsächlich, oder ist in meinem anderen Spielstand irgendwie mittlerweile so, dass ich nur noch mit denen rede, wo ich auch eh gerade hin muss, weil nämlich sonst sowas am laufenden Band passiert. Hey, Frau Bäuerin. Lars und ich wollen eine Motorradtour machen. Hast du Lust mitzukommen? Ich habe kein eigenes Motorrad, also werde ich mit Lars mitfahren. Mal sehen, du könntest... Oh, ich weiß, du könntest auf einer Kuh reiten. Die haben doch vier Beine. Das bedeutet, sie sind doppelt so schnell wie Menschen. Die Logik ist fehlerhaft. Ich nehme dich bloß auf den Arm. Heute fahren nur Lars und ich. Es wird eine ziemlich lange Tour, aber wir könnten dir zumindest ein Souvenir oder so mitbringen. Wie wär's mit einem Magneten oder einem Kalender? Oder vielleicht ist ein Schlüsselanhänger mehr dein Stil. Soweit ich weiß, verkaufen sie dort auch Essiggurken. Sie verwenden dafür nur regionale Gurken, sind also sicher gut. Wie du willst nichts. Ich biete dir hier an, für dich etwas zu kaufen. Komm schon, du wirst es bereuen, wenn du Sachen ausschlägst, die nichts kosten. Ich biete das nicht oft jemandem an, weißt du? Yo, Jacobo, bist du fertig? Hm? Ja, ich bin fertig, aber wo ist dein Motorrad? Das ist in der Werkstatt. Wir werden heute zu Fuß laufen. Echt jetzt? Hey, ist doch gut, ab und zu ein bisschen Sport zu machen. Unsere Muskeln brauchen ein bisschen Bewegung. Kann schon sein. Na, so viel dazu, Frau Bäuerin. Anscheinend bleiben wir heute hier in der Gegend. Also müssen die Souvenirs bis zum nächsten Mal warten. Los, Jacopo, auf geht's. Komm hinter mich, oh Gott. Im Entengang, oder was? Aber da ist doch gar kein Motorrad. Komm schon, düsen wir los. Brumm, 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 brumm. Du musst keine Soundeffekte machen, Alter. Okay, die beiden sind tatsächlich ein bisschen verstörend. Meiner Meinung nach. Just me. Vielleicht finde ich die einfach nur komisch gerade. Da bist du ja, Savannah. Ich habe dich gesucht. Du müsstest deine drei Bücher mal wieder zurückbringen. Was für Bücher? Du weißt gar nichts davon. Aber auf der Liste steht, das ist weder Niens noch Simons Unterschrift. Ich kann das Gekritzel kaum entziffern, aber es sieht schon nach Savannah aus, oder? Hm, was ist los, Rena? Gibt es ein Problem? Perfektes Timing, Bürgermeister. Vielleicht kannst du uns helfen. Jemand hat sich Bücher ausgeliehen, die sind aber längst überfällig. Und zwar keine gewöhnlichen Bücher, sondern wertvolle Stadtbücher. Oha, Stadtbücher? Ja, guck auf die Liste. Hm. Ich fürchte... Was ist denn?
Das ist meine. Das ist deine Unterschrift? Ich habe sie mir neulich ausgeliehen, als du unterwegs warst. Ich verspreche, dass ich sie bald zurückbringe. Hoppla, war wohl alles nur ein Missverständnis. Ich ziehe manchmal etwas voreilige Schlüsse. Tut mir leid. Hast du Interesse an alten Ruinen oder spirituellen Orten? Ich mache gerne eine Führung durch die Ruinen für dich, um das mit heute wieder gut zu machen. Komm jederzeit vorbei. Okay, dann mal wieder an die Arbeit. Bis dann. Ich finde Rena immer noch voll. Ich mag ihre Stiefel so mega, ne? Die sind echt schön. Ich finde Rena auch immer noch sehr schön, aber... Es ist halt so eine kleine Partymaus. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich finde, das ist so gemein mit Beth. Ganz ehrlich, ich mag immer die sowas nicht, also die man nicht heiraten kann. Das ist immer voll doof. Ich hab was. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich irgendwas, was kein Mensch braucht. Silbererz. Okay, na gut, mit Silbererz kann ich noch leben. So, ab nach Oliving und dann will ich noch einmal ins Rathaus rüber. Weil ich habe hier schon wieder irgendwelche Errungenschaften. Ich will das jetzt... Oh Gott, das passiert schon wieder. Schön, dich zu sehen. Der hat nicht ernsthaft Oliventapeten. Das fällt mir jetzt erst auf. Die waren vorher aber noch nicht da, die Oliventapeten. Ich muss dich um etwas bitten. Nun das Wichtigste zuerst. Ich möchte deine Meinung zu etwas hören. Wie glaubst du, kann sich dieses Dorf am besten weiterentwickeln? Es muss meine Freizeit ein... Nee, Touristen besser zufriedenstellen. Eine wundervolle Idee. Aber weißt du, ich habe mir noch etwas viel Besseres ausgedacht. Was wir brauchen, ist ein Maskottchen. Das ist doch ein fantastisches Vorhaben, oder nicht? Genial sogar. Hä? Hä? Warum bist du hier? Ich wohne hier. Brauche ich einen Grund? Nein, ich meine, solltest du nicht bei der Arbeit sein? Ist Georgs Fähre heute nicht in Betrieb? Oh, das nö. Ich arbeite heute. Ich bin nur zurückgekommen, um meine Brieftasche zu holen. Tu einfach so, als wäre ich nicht hier. Red nur weiter über dein Maskottchen. Jacopo, du... Ach, vergiss es. Also, ich wollte gerade sagen, dass ich mich nicht recht entscheiden kann, was für ein Maskottchen es werden soll. Und da kommst du ins Spiel, Savannah. Ich hätte gerne, dass du aus den folgenden Vorschlägen ein Maskottchen für unser Dorf auswählst. Die erste Option ist eine Kuh. Sie verkörpert die idyllischen Bauernhöfe und das rustikale Landleben perfekt. Die zweite Option ist ein Delfin. Schließlich ist die Nähe zum Ozean ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für Oliving. Und die dritte Option bin ich. Der einzig wahre, der Sohn des Bürgermeisters Jacopo. Du bist noch immer hier. Davon abgesehen, du kannst dich nicht freiwillig melden. Ich mag die Kuh. Oh, ich habe dir die echte dritte Option noch gar nicht genannt. Bist du sicher, dass die Kuh am besten ist? Och Mann, ich habe gegen eine Kuh verloren? Nun, ich habe dich um Hilfe gebeten, also werde ich deine Entscheidung berücksichtigen. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, du wirst mir und diesem schönen Städtchen wieder helfen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, natürlich eine Kuh, weil ich den Delfin auch niedlich fand, aber... Rosa Katzenblume, okay, ne, habe ich nicht. Flop. Lokale Berühmtheit, okay. Ah ja, ja, gut, dann habe ich wieder ein bisschen was zu verkaufen. Ich glaube, dann kann ich mal gucken gehen, ob mein Holz mittlerweile fertig ist. Wahrscheinlich nicht. Habe ich mit Laura gesprochen? Ja, ich habe mit Laura gesprochen. Es ist sehr wichtig, dass wir mit Laura reden. Ich hätte genau noch einen Huhn, ne? Wie teuer ist denn so ein zweites Huhn? Ich hätte gerne einen Huhn. Ein beherztes Huhn! Ein beherztes Huhn! Sein Gegacke am Morgen schenkt dir Motivation für den ganzen Tag. Füttere es, dann legt es Eier. Eine niedliche schwarz-weiße Kuh. Kühe sind von jeher beliebte Bauernhoftiere. Füttere sie, dann erzeugt die köstliche Milch. Mu. Ja, auf jeden Fall ein Huhn. Ich will noch ein Huhn. Wie nennen wir das Huhn? Das wird ein Naruto-Huhn. Wenn man Sasuke-Huhn nimmt, muss es auch ein Naruto-Huhn geben. Ich hätte ja sehr gerne noch eine Kuh, ne? Möchte ich noch eine Kuh haben? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kaufe ich mir noch eine Kuh? Ja, komm, ich kaufe mir noch eine Kuh. So. Das ist Thea.
Thea die Kuh.